Ja, Data Unity, also wir sind ja die Experten rund um das Thema Datenanalyse und ja, wie kamen wir zusammen? Also es kam aus dem normalen Projektgeschäft. Bei Software-Einführungsprojekten haben wir gemerkt, dass das Thema Reporting eine immer größere Rolle spielte und dann haben wir beschlossen, dass wir da einen fokussierten Bereich für etablieren. Also wir sind der Nachfrage der Kunden gefolgt und sind jetzt auch schon erfolgreich am Markt. Ja, Data Unity, also wir haben verschiedene Beratungsprodukte. Wir bieten eben Onboarding-Pakete an, wenn man mit einem ganz bestimmten Bericht starten will, zum Beispiel Finanzen oder Vertrieb. Wir bieten aber auch Produkten, mehr oder weniger neutrale Schulungen an, also rein auf Power BI als Produkt bezogen. Wir können auch einen Check bei Ihnen durchführen, wie der Reifegrad der Datenverwertung bei Ihnen ist. Und wir machen natürlich auch komplexe Beratungsprojekte, um mit Ihnen zusammen Reportings aufzusetzen. Ja, Templates haben wir für ScopeVisio Anwender erstellt zu bestimmten Themen, also Finanzen, Vertrieb, Projektcontrolling, Management Dashboard und auch ein spezielles Template für den Bereich Hotellerie und Gastronomie. Das sind vorgefertigte Berichte, die Sie schnell an Ihr ScopeVisio-System andocken können, um dann schnell zu starten. Sie lassen sich natürlich aber auch individualisieren und erweitern. Ja, dadurch, dass wir durch die ScopeVisio und durch den Verbund im Unternehmen sehr viel mit der Hotellerie und Gastronomie zu tun haben, haben wir dafür auch spezielle Berichte erstellt. Also Hotellerie und Gastronomie, da gibt es besondere Standards für Berichte, da braucht es tägliche Aktualisierungen, also Tagesberichte, aber auch Monatsberichte und das ist automatisierbar und damit kann man wirklich sehr schnell Effizienzen heben, da man jeden Tag den Mehrwert hat. Ja, wir haben zum einen ein themenneutrales Onboarding, wo es rein um die Funktionen von Power BI geht. Also man hat das Videoportal zum Selbstlernen, aber auch terminierte Stunden mit Online-Support. Wir haben aber auch themenspezifische Onboardings, wenn man jetzt ganz gezielt zum Beispiel einen Bericht zum Thema Finanzen erstellen will oder zum Thema Projektcontrolling, dann arbeiten wir mit dem Kunden zusammen, um den ersten Bericht zu erstellen. Ja, die ersten Schritte, Sie laden sich das Programm runter, wenn Sie selber nicht starten wollen. Nehmen Sie am besten gleich Kontakt zu uns auf und dann starten wir zusammen und Sie werden sehen, dass bereits nach wenigen Stunden Ihr erster Bericht produktiv sein kann.